Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Schilke. Im folgenden Tutorial zeige ich euch, wie ihr ein Plugin installiert, das euch auf kaputte oder sogenannte Broken Links, die ihr in eure Webseite eingebettet habt, aufmerksam macht. Als erstes wechseln wir ins Backend unserer Seite, gehen unter dem Punkt Plugins auf Installieren und suchen als erstes nach dem Plugin. Es dauert hier ein bisschen, da haben wir schon. Und zwar suchen wir nach Broken Link. Und das zweite Plugin ist das gewünschte. Wir sagen jetzt installieren, bestätigen einmal mit OK. Geben unser Passwort, unser FTP-Passwort ein, klicken auf Fortfahren. Das Paket wird entpackt und installiert. Wir aktivieren das Plugin über diesen Klick. Komm. Wir sehen hier, dass das Plugin installiert wird. Wir können gleich auf Einstellungen klicken und es wird uns angezeigt, dass auf unserer Webseite zwei fehlerhafte Links gefunden wurden. Die habe ich vorher mit Absicht eingebaut. Wir können mit einem Klick auf diesen Link uns das einmal anzeigen lassen, was da kaputt gegangen ist. Die Seite 40.schilke.eu, die gibt es nicht. Dann können wir sagen, dieser Link, den wollen wir aufheben. Dann wird automatisch der Link korrigiert. Dann bleibt noch der letzte Link. Wenn das jetzt ein Link wäre, zum Beispiel von einer Webseite, wo wir genau wissen, die gibt es, wie adidas.de oder puma.de, dann sagen wir in diesem Fall nicht fehlerhaft. Gut, diese URL, die ich da angegeben habe, gibt es natürlich tatsächlich nicht. Aber das kann vorkommen, wenn zum Beispiel der Server von Adidas oder Puma kurzfristig down wäre. Oder wenn wir vielleicht auch Probleme haben, uns mit dem Internet richtig zu connecten. Jo, das war's von meiner Seite. Vielen Dank. Auf Wiederhören, auf Wiederschauen.